Der Zuchtstall Mittelerde befindet sich im rheinland-pfälzischen Bohnefeld. Der Stall, der einige hundert Meter vom Pensions- und Schulbetrieb gebaut wurde, umfasst 6 Boxen für Stuten und Fohlen à 4 Meter, sowie 4 Laufstallboxen, die 4x7 Meter groß sind. Betreiber Helmut Evens erklärt sein Konzept. Ja, das Ganze ist an die vorhandene Reitsportanlage angebunden, das heißt sämtliche Versorgung wie Heu, Stroh, Mistentsorgung geht alles über die Reitsportanlage, auch zum Teil eben das Personal, was im Grunde dort mit eingesetzt wird. Ansonsten haben wir einen Reitplatz, der direkt angrenzend ist, sodass wir in den Wintermonaten eben oder aber auch natürlich im Sommer, aber insbesondere im Winter, sodass wir Auslaufmöglichkeiten im Winter haben. Darüber hinaus gibt es noch 2 Paddocks mit einem Holzbodenbelag. Ja, das Konzept ist eigentlich, dass wir Sportpferde züchten wollen. Das heißt, wir legen großen Wert auf die Mutterlinien, sodass wir sporterfolgreiche Mutterlinien suchen und dann natürlich mit entsprechenden Hengsten anpaaren. Die Idee ist gar nicht jetzt unbedingt einem Zuchtverband sich zuzuordnen, sondern insgesamt eigentlich das Ganze doch vielleicht auch ein bisschen europäisch schon zu sehen und entsprechend anzupaaren. Mitbetreiber Gebhard Jansen sagt, was der Zuchtvereinigung beim Stallbau ganz besonders am Herzen lag. Dass wir, wenn wir weiter züchten möchten, Wert legen wollen auf verschiedene Parameter. Die Parameter, einer davon ist Sicherheit. Und insofern ist hier alles in Holz eingezäunt. Sie sehen, dass sich hier kein Pferd verletzen kann, dass hier einfach freier Auslauf ist. Und das waren die Grundvoraussetzungen, die wir gesucht haben. Zum Zweiten finden wir die Idee sehr, sehr gut, junge Pferde selbst zu halten, nicht direkt zu verkaufen, auszubilden und dann bis in die schwere Klasse mit zu begleiten. Über den Boxen befindet sich eine Wohnung mit Panoramafenstern, damit gerade in der Abfüllzeit Nachtwache gehalten werden kann.